Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Monument Wars. Und heute wollte ich mal nicht zeigen, ne, was wir so haben. Also, das kann ich vielleicht auch machen, aber das war nicht mein Hauptziel. Nein, ich wollte Ich wollte, wie man es vielleicht an der Ausrüstung sieht, 64 Eyes of Enders, heute den Enderdrachen besiegen. Es ist keiner auf dem Server, ist halt so. Und ich habe eine passende Ausrüstung, würde ich sagen. Also ich habe das Ultimate Sword von Osborn. Ich habe immer gesagt, ich will auf Osborn machen, weil Osborn ist overpowered. Hier, Smite 5, Sharpness, Knockback, Looting, Unbreaking Fire Aspect. Ich sag da nichts zu, einen verzauberten Bogen, ne, Level 30 drin. Eine Dark Axe, eine Dark Pick. Ja gut, das ist jetzt nichts so Specialiges. Wir haben einen Bogen, wir haben ein paar Pfeile. Wir haben hier die Barrett Kaliber 50. Mit explosiven Muni und ein bisschen normaler Muni. Das ist so ein bisschen, ne. Die goldenen Äpfel haben wir. Die Notch Apple, die normalen goldenen. Und wir haben ein bisschen das zu essen dabei. Und ich nehme noch ein Bett mit. Im Bett. Für den Fall der Fälle, dass ich es brauche nämlich. Aber ich würde sagen, dass wir uns erstmal... Oh, hier drin leckt das so sehr, ne? Wir haben ja jetzt mit so vielen Extremsachen angefangen und ja, ME-System und so sage ich da nichts zu, ne? Na, guck schon. Richtig. Aber ich würde sagen, ich mache erstmal hier. Na, es fängt schon gut an. Zum Glück hat man Morph Mod. Da. Ich könnte nämlich auch eigentlich theoretisch dahin fliegen. Aber erstmal muss ich natürlich herausfinden, wo ist das? Es ist also doch in dieser Richtung. Oder? Das ist aber nicht hier unten, oder? Es ist ganz normal weiter in dieser Richtung. Das ist das Schöne, wenn man jetzt hier so als Dings rumfliegt, dass man halt Hindernisse dezent einfach mal ja überfliegen kann, ne? Und aha, da findet ein Kampf statt. Normal sind gibt es eine neue Regel ja auf dem Server, dass man nicht fliegen darf länger als 500 Meter wegen Server-Performance-Problem, weil es haben sich halt Leute beklagt. Ich war während der Situation nämlich auf dem Server. Da sind zwei Leute parallel geflogen. Und haben halt ständig neue Chunks geladen. Und der Server ist dann natürlich mächtig in die Knie gegangen. Weil das Ding natürlich nicht darauf ausgelegt ist. Das ist halt ein Standard gemieteter Server. Und der ist schon gut, was Coke da hat. Aber... es ist halt schon noch einer für den Normalkunden, nicht für den Businesskunden. Ich darf nicht ins Wasser mit meinem Ding. Und deswegen hat man diese Regel eingeführt. Und sich gedacht, ja gut. Dann macht man das eben. Ich würde jetzt mal gerne wissen. Ich will mal gerade einen Wal töten. Na. Hör ich. Was ist das denn? Ich will den Wal töten! Wow. Ich mach mal kurz einen goldenen. Also einen Notchen. Welchen davon habe ich denn jetzt? Angehichtet. Habe ich. Aua! Aber was ist da? Oh Gott, das ist die Schlange gewesen.
Sea Viper. Ja, egal. Dann halt kein. Was ist das? Eine Coconut. Nicht mehr mit. Vielleicht können wir das gebrauchen, wenn ich wieder zurückreise. Immer noch in diese Richtung. Das ist aber. Wie weit. So, jetzt schon ein bisschen weit weg. Dorf ist. Ein Kilometer schon weg. Naja. Dann gehe ich mal lieber auf diese Insel da hinten. Und ja, ich habe noch nie. Glaube ich zumindest. Soweit ich gerade weiß. Den Drachen im Survival besiegt. Meine ich gerade zu glauben. Ich bin mir da nicht top sicher. Was ist das? Wow! Was ist das? Hä? Was ist das? Einfach. Ich markiere mir das mal. So, Water Dragon plus Spawner. Ich pack mal hier gerade ein Bett hin, wenn ich das kann. Ach, ich bin im Morph. Das geht dann natürlich eher nicht so gut. Ich habe den Wal getötet, das ist gut. You are in Morph, you are in Morph, ich weiß. Man kann den Chat downloaden? Das ist ja beinahe sinnvoll. So. Warte mal, ich kann doch auch. Eigentlich ist. Nee. Nachher sind die anderen Dinger langsamer. Da muss ich erst durchtesten und. Ich teste es lieber so. Nehme lieber das, was bewährt ist. Und muss weiter in diese Richtung fliegen. Wie weit musste man denn nochmal. In einem normalen Skyrim, ja, genau. In einem normalen Minecraft fliegen für diese Dinger? Weiß ich gar nicht, wie weit die auseinander sind. Ich habe das Einzige, wo ich ein komplettes Video nämlich darüber gesehen habe, war bei Gronkh. Als er da diese Pre-Alpha irgendwas gemacht hat. Also so, diese Spawner habe ich mir schon irgendwo markiert. Weiß ich. Was ist das? Ein Seetroll? Aha. Ja, die unterscheiden sich anscheinend auch nicht sonderlich von den anderen. Das ist Stormcraft, das ist nicht mein Metier. Immer noch in diese Richtung. Da habe ich es halt einmal gesehen, so komplett. War das im Survival? Ne, es war auch im Creative. Und im normalen Creative-Modus habe ich den Enderdrachen schon getötet. Klar, aber das ist halt keine Herausforderung. Beziehungsweise ist es ja auch nicht so eine große Herausforderung, aber. Es ist ja alles legitim. Das sind alles legitime Items, die jeder haben darf und. Und jeder haben kann. Wenn man viel farmt, dann kriegt man auch so ein Schwert und Pipapo und bla bla bla. Und das ist halt alles möglich und machbar. Deswegen. Finde ich das nicht verwerflich. So. Jetzt sind wir aber schon ziemlich weit. Das ist der Water Dragon schon, der 1000 Meter weg ist. Also, das kann ja jetzt nicht sein, dass das Ding so ewig weit weg ist. Wie lange muss man denn dafür reisen? Also, im normalen Minecraft musst du nur so ein paar. 10 Minuten läufst du doch. Und ich fliege hier jetzt schon 10 Minuten. Womit ich ein bisschen schneller bin. So. Vielleicht unter dem Vulkan? Huch. Nee. Hä? Sag mal. Ach so. Ach. Jetzt verstehe ich. Ah, okay. Dann gab es vielleicht einen näheren.
ein näheres Dungeon, aber ich habe es nicht genommen, weil ich immer mit Q und das war ja natürlich falsch. Okay. Also in diese Richtung. Ja, ich hoffe, dass die 63 ausreichen. Das wäre halt schon ganz frisch. Weiter in diese Richtung. Okay. Hä? So, weiter in diese Richtung. Da ist eine Huch. Es könnte übrigens auch sein, dass diese Folge gar nicht entsteht. Je nachdem, wie lang der Flug dauert. Wenn er nämlich zu lange dauert, dann werde ich das quasi aus den Annalen der Geschichte löschen. Und dann direkt dort. Achso, ich habe es schon wieder bekommen. Ach, okay. Okay. Immer noch hier. Na. Ich hätte mir da vielleicht mehr von machen sollen und können auch. Ich glaube, das ist verloren. Was haben wir hier? Ah, Mantis. Nicht gut. Eher schlecht. Na. Macht halt viel Schaden, ist das Problem. Oh, ich hab. Oh, wenn man Titanium kriegt, das ist natürlich wiederum nicht schlecht. So nochmal. In diese Richtung. Da ist es gefallen. So. Das, ja. Was ist das denn? Aha. Hier haben wir auch noch solche Teile. Gut. Es ist nicht so schlimm. Amaranth. Aha, jetzt hier sind interessante komische Biome. Wir sind auch schon sehr weit weg. Was ist das denn? Ah, das ist der Spawn. Ach, guck mal. Ah, das ist der. Eieiei. Haha. Ja, nice. Ach, dann kann das vielleicht auch daran liegen. Das wird vielleicht, ich weiß nicht, wie das ist, wird nur ein, die darf man übrigens nicht kaputt machen, sind Bienen. Wollte ich nur so drauf hinweisen. Aha. Aha. So. Es ist also hier irgendwo in dem Gebiet. Was? Okay. Ich grabe mich mal. Solche Dinger brauche ich nicht. Ich grabe mich mal hier runter. In der Hoffnung, dass das vielleicht das Passende ist. Ich weiß das nicht. Ich hätte mir natürlich auch theoretisch eine Turtle mitnehmen können, aber so faul bin ich nicht. So. Na. Lala.
Ich habe das Gefühl, das könnte hier unter drunten sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber man weiß es ja nicht. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe sind die Dinger denn? Die sind groß, oder? Diese Dungeons. Das weiß ich noch. Schon. So. Okay, hier ist anscheinend nichts. Ne? Ich habe mich gerade gefragt, woher das Licht dann kommt. Naja. Sei es drum, ne? Da war es anscheinend nicht. Dann muss man weiter gucken. So, das ist aber auch ein blödes Ding gerade. Es ist hier irgendwo hingefallen. Was ist das? Könnte das hier sein? Könnte es damit zu tun haben? Ich mach mal so von outside. Dann sieht man es besser. Es fliegt hier hin. Und bleibt dann hier. Aha. Interessant. Es ist weg. Boah, in dem Modus ist das natürlich irgendwie ein bisschen. Es ist anscheinend doch noch weiter weg, als man denkt. Aber damit kann man es besser fangen in dem Modus, finde ich. Guck mal, in der Luft. Es ist scheinbar in diese Richtung. Ich könnte da natürlich auch zwei Folgen draus machen. Fällt mir gerade mal so auf. Dann müsste ich das vielleicht gar nicht. Vielleicht gar nicht löschen und dann wird es doch noch kommen. Ist ja nur die Frage, wie spannend ist das, ne? Aha. Ach, jetzt wird's spannend. Jetzt ist nämlich die Richtung exakt gedreht. So. Ist es hier? Okay, ich vermute jetzt einfach mal gerade, dass es hier ist. So. Sage ich jetzt einfach mal, weil hier ist anscheinend so dieser Kernpunkt, wo die Dinger sich aufeinandertreffen. So, da ist auch schon Erde. Erde ist jetzt nicht so der Faktor, aber man weiß ja nicht, ne? So. Ach, komm schon. Lalalala. Aha. Aha.
Guck's dir an. Es sind Stone Bricks. Perfekt. Dann kann ich mich entmorphen. Ich hätte die andere Richtung, glaube ich, nehmen sollen. Da. Setz auf jeden Fall einen Waypoint. Ender Dungeon. So. Aber das ist ja richtig nah beim Spawn. Und nicht sehr nah bei uns. Also ich gehe zum Baum, um mich dorthin zu porten. So, ich spüre hier ein paar Sachen ab, weil die man, die kein Mensch braucht. Aber die Cracked Stone Bricks nehme ich mal mit, den normalen nicht. Da habe ich welche. Die Kohle braucht auch kein Mensch. So. Was halt? Nö, nee, mal mit. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Was ist denn sowas drin? Andauer Dimlet, aber eine Iron Horse. Da weiß ich, höre nur ich diese Geräusche? Oder? Ich höre irgendwelche Geräusche nämlich hier. Hier ist halt eine Bücherei. Das ist halt auch nicht schlecht. Aber wir haben schon ein volles Bücherregal und das ist halt schön, aber nicht mehr nützlich für uns sonst. Aua. Von wo? Von wo werde ich angegriffen? Ach so, da. Das ist kein Problem. Hier ist nicht Teil dieser Höhle. Bin mir fast sicher, dass ich irgendwelche Geräusche höre. Was ist das denn? Eine Enderspinne oder so? Ich habe es jetzt nicht genügend schnell genug gesehen. Aber wo muss ich hin? Wenn ich jetzt hier zum Ende will. Kann ja nicht sein, oder? Wir sind so nah und dann doch noch so fern? Das war ja aber nicht alles, oder? Das Mini-Ding. Ist irgendwas explodiert? Erstmal, ich muss dieses Ding stopfen. Okay, damit wird es nur noch mehr. Na toll. Ja, dann. So. Komm schon. Ach, das kann doch nicht sein. Jetzt wird's aber. Muss auch mal abfließen. Ah, Menschenskinder. Das sieht aber gut aus. So. Schon besser. Da hat man mal Ruhe hier. Void Walker? Keine Ahnung, was er macht. Wie gesagt, das ist doch nicht. Nie ist das alles. Niemals. Aua. Ah, Silberfische. Oh. Das ist eine Kiste mit einem Knowledge Fragment. Was kann ich denn wegtun? Die Sachen, die nicht so wichtig sind. So, nochmal.
Oder in diese Richtung, okay. Irgendwo, das kann ja, ne? Kann ja nicht sein, dass ich hier, Aha. Also, interessant zu wissen, dass wenn man mit der Axt länger braucht, dass man weiß, aha, das ist also, ein nicht guter Block. So. Bin ich in die Höhe gegangen schon? Huch. Oh. Jetzt ist Cyberbot auch auf dem Server. Oh, hi. Na, ich dachte schon, du wärst nicht direkt tot. Also das wäre jetzt ja... Wäre jetzt aber auch gewesen. Ich gehe mal in die Mitte. Ich muss also in diese Richtung anscheinend irgendwie. Das kann doch nicht sein. Also bitte. Oh. Aber. Ich weiß, dass das ein gutes Zeichen ist. Weil diese Dinger haben doch irgendwie immer... Jetzt joinen die alle auf den Server. Während ich hier meine Folge mache. Es gibt ja diesen Ding da, halt. Ich weiß nicht, wie das heißt, dieser Eimer. Oh. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das Ding halt, wo, Oh. Lieber Cobblestone vielleicht rein. Basalt. Ist das vielleicht einfach, kommt das nur vom Vulkan? Wir sind ja unter einem Vulkan hier. Jetzt nochmal die Sache. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt in einem Dungeon sind, ne? So. Den gefunden haben. Aber nicht gefunden haben. Ja, bitte, das ist doch... Was ist das denn? Ja, die haben wieder Probleme mit ihren Tornados. Ich hab das Gefühl, ist das Ding nicht mehr. Also es gibt's hier nicht. Äh.
Würde mich jetzt arg wundern. Dungeon ohne Dungeon. Ich mach mal ein Folgenende, bis dahin.